Auch auf Monopoly, Leute, wirklich. Ihr wisst, dass ihr eh verlieren werdet gegen mich so. Das ist halt, das wisst ihr, oder? Nö, tatsächlich nicht. Nee. Hey, noch jemand hat eine Chance hier? Hä, hey, Monopoly ist nur Glück, weil traden macht eh keiner. Nein. Monopoly ist absolut auch Strategy. Nee, weil niemand tradet. Ich gewinne einfach. Okay. Ja, okay. Du, da war es mein Fehler, Kevin, dass ich es falsch gedacht habe. Just win. Ich habe Input-Lag mit der Maus. Hört dazu. Ah. Okay. Ist halt Monopoly Plus, ne? Ja. Oh. Aber schöne Animation hat's also. Ja, und es wird auch gleich losgehen, wenn Kevin mitbekommen hat, dass er würfeln muss. Also Kevin immer noch auf Dauer mute. Was passiert? Das Game crasht oder Kevin würfelt zuerst? Ey, mein Dings ist so scuffy. Find mich mal, alle von euch. Oha. Okay, Achtung, jetzt, Baum. Jetzt gerade ernst. 12. Zack. Easy. Ist es die All-Time-Reihenfolge? Sie sind ja. Ah, okay, jetzt passt es aber, ja. Okay. 10. Was haben wir? 9, 9, 10. Oh, Freunde, jetzt pass auf. Oh, jetzt kommt die 12. 2. Und. Es kommt die 2. Noch so viel, Reese. Perfekt. Fault einfach, holy shit. Fängt gut an bis jetzt. Ja, naja, eine 3. Und eine 3. Wow. Es zeichnet sich jetzt schon ein Muster ab, bisschen hier. Alter, zwischen zwei Lagen. Ich bin zweiter, nice. Hey, wir waren tight, warum bin ich Dritter? Weil ich die Katze hab und die Katze ist cooler als der Hund. Ah ja, okay. Ja, dann macht's mal wieder Sinn. Ich glaube, das geht direkt auf Bahnhof? Steuern. Nee. Erstmal Pay. Das ist ja mal mega cool hier. Das ist ja richtig, richtig guter Start. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Alright. Nehmen wir. Ist fein. 11 ist fein. Ist es dieses Werk? Nee, das ist ein zweiter. Sie ist Straße. Ja, das geil. Ist Straße. Geil. Stark, nehme ich. Oh nee. Oh ja, das ist richtig gut. Okay, sick. Guter Start. Also, dann check das aus. Alles noch offen, Freunde. Bam! Das Karl, 4. Holy, shit. Holy fuck! Steuern! Nice. Let's go! Let's go! Alright, let's go. 200 Sacks Investment. Wir haben jetzt aber kollektiv ignoriert, dass Basti schon bevor Reese auf der Straße war, nee, Kevin auf der Straße war, schon wieder wusste, welche Straße das ist. Ja, das ist ja Basti ist halt schlau. Ja. Basti ist der größte. Ich hab aber auch das. Tryhard. Ich hab so ein Original-Set, was ich immer noch vor meiner Tastatur so hinlege. Was das Ding ist, das Gruselige ist, ich würde es dir sogar glauben, dass du das machst. Das ist das, was dich mehr beunruhigt. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du es offen hast. Oh. Und so selber so mitspielst. Du hast auch so die richtige Figur so rausgesucht. Und spielst es so bei dir mit. Ja, das sollte eigentlich nur ein überspitzter Witz sein, aber gut. Ja. Well. Wir sind geroastet. Ja. Ist okay. Komm, Freunde, jetzt aber, komm. Okay, Reese, komm, jetzt eine schöne 2. Jetzt wird's krass. Jetzt bitte aufpassen. 8, ja, okay, Liede. Stark. Okay. Not bad. Okay. Die Bank sucht. Ach, gucken wir doch mal uns hier ein, oder? Wer wird der Glückliche sein? Top. Und jetzt kommt das Minigame. Oh, das wäre cool, so ein Battle Royale. Ein bisschen sweet. Pasch! Oh, das ist ein bisschen gut, aber auch ein bisschen schlecht. Nee, ist richtig gut. Was hier auf welcher Straße? Am Anfang ist es fucking, ist es OP. Aber, also, ich sag's nicht mehr. Aber ja, ich glaub, nee, er traut sich nicht mehr. Das ist die neue Straße. Nee, Hafen ist davor. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. So auf absichtlichen Fehler einbauen, so. Ja, ja, genau. Ach, Mensch. So gut weiß ich's gar nicht. Ja, also, in der Ecke war ich noch nicht so auf. Toni, was muss ich machen, dass du mir die Rose ne gibst? Es geht das schon los. Was ist ja, noch nicht jetzt. Was ist denn hier? Entschuldigung. Oh, du kriegst 400, glaube ich. Oh? Oh, ja, du kriegst Holy Steuern. Fuck! Ja, halt. Jetzt, wahrscheinlich jetzt schon verhandeln. Naja, ey, schon mal erwähnen. Ich bin mal gespannt, weil das erste Mal irgendwie so Subs oder so noch mit eingerechnet wird in die Verhandlung. Oh, geil, Orangenschnibbel.
Oh, ja, nein, nein. Mit Real-Life-Money bestechen machen wir nicht, oder? Oder? Nee. Oder? Ich erinnere dich an wir dann. Schauen wir dann. Spielen wir eigentlich um irgendwas? Spielen wir um Geld? Ja. Alright, check das aus. Spielen wir um Geld oder spielen wir for fun? Sag 9. Insane. Bro, du kannst nicht gewinnen. Mir ist egal. Oh, fuck yes! Bam! Digga, Pink auf 3 Leute aufgeteilt. Ja. Oh, das wird eine Shitshow. Ich will 10.000. Ich will mit Köpfchen, 10.000 Dollar. Das Glück ist Ihnen heute. Ab nach Berlin. Sie können dieses Grundstück. Oh, München. Haben wir nicht auch. Epic Fail, Bassi. Ich sag nichts mehr. Hätte man wissen können. Auf nach Berlin. Obwohl, meinst du nicht, es gibt in Berlin eine Münchner Straße? Safe. Ja, die Berliner Straße, die hole ich mir ja jetzt. Mit einem Einnahmepasch. Na klar. Ja, Digga, komm krass. Ja, braucht nicht mehr. Bräuchtet. Ja. Ist das Bahnhof? Yes. Bahnhof? Ich war so schock, als ich letztens in Berlin war und rausgefunden habe, dass es einfach Straßennamen doppelt oder dreifach gibt. Mhm. Man immer darauf achten muss, wenn man Uber fährt, dass man die richtige Straße nimmt. Hä, for real? Das passiert so häufig, ja. Es gibt richtig, richtig. Warum machen die denn doppelt? Das ist ja voll dumm. Weil Berlin ja mehrere Städte früher war und dann haben die das zusammengelegt und dann konnten die das nicht mehr umnennen, so mäßig. Also ja, aber Berlin ist eine Stadt. Die haben das einfach... Bei mir in der alten City, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Straße... Ah. Die gab's zweimal mit derselben Postleitzahl. Oh mein Gott, was? Und dann kamen Pakete, die... das war nur so ein Zeitraum von 2 Monaten oder so. Aber dann haben die halt irgendwann von Straße auf Weg umgenannt. Ja, okay, das war... Geil. Und das war dann der Fix. Aber dann kamen manchmal so Pakete nicht bei uns hin, sondern bei so halt der anderen Straße. War überscuffed. Essen bestellen und auch belastend. Ja, die anderen freuen sich, die kriegen immer so irgendwelche Lieferungen, so random. Hot Fix. Also du weißt nie, was kommt, es klingelt, kann sein Chinesisch, kann sein Pizza. Aber wenn schon bezahlt ist, Digga, ist nicht schlimm. Du, ich nehm's. Dann tust du es einfach, als würd's dir gehören. Ich sag mir mal, die Straße heißt, ich zieh da hin. Aber nur für Free Stuff. Ja, wir haben meistens so Rechnungen bekommen, Bro, weiß ich nicht. Ja, nee, dann nicht. Ach man, Junge, die Pisse, die will ich nicht. Hey, ist gut. Nee, Werke sind echt schwach, finde ich. Nee, Werke sind OP. Achtung. Zack, 6. Oder ist der gut? Ja, Orange oder? Auch Triple Split. Ja. Yo, Kevin, wie viel für dein Orange und dein, nee, Quatsch. Wie viel für dein Rosa? Oh Gott, Leute, fang nicht jetzt. Oh Gott, oh Gott. Kevin, wie viel für dein Rosa? 100 Dollar, bam. Auf den Tisch. Also, Oma, hey, direkt mich rein. 50 Dollar, ich mach, Karl. Okay, easy. Oh, da geht's in den Paar. Oha. Hey, du weißt auswendig? Ja, passt. Das ist ein Sweat. Parkstraße. Krass. Boah, jetzt nicht nochmal eine. Ja, nein. Oh Gott, zum Glück. Das wäre stark. Oder ist die braune, ne? Nee. Das wäre zu stark gewesen. Ja, das wäre absolut fehl. Also ich würde mal ganz kurz für jegliche Warnung schon mal ansprechen. Orange wird bei mir nicht rausgehen. Also nur um es mal. Okay. Right. Pink, Orange, das schon mal gesagt wurde, ja. Zu blockieren nur, ne? Also jegliche Deals müssen ja dann auch für den. Ey, lass mal einfach gar nicht traden und es einfach so richtig lame runterspielen. Für so 4 Stunden straight. Ja. Und dann am Ende können wir das Game nicht finishen, weil der Server abstürzt. Boah, das wäre so geil. Das wäre richtig cool. Ja, noch ist ja noch, also es sind so viele Straßen noch nicht vergeben worden. Kevin, tauschst du for real deine Pink? Nimmt man mal mit. Wir können Pink gegen Orange tauschen. Ich geb dir Orange, du gibst mir Pink. Antonia, gibst du mir Pink? Nö. Alright. Was dann nichts. Okay, perfekt. Ein gutes Gespräch an der Stelle. Ja, in 20 Minuten können wir verhandeln. Aber auch gegen was denn, Karl? Ja, keine Ahnung. 10 Monopoly-Dollar. Wow. Oder 100. Epic. Ja, man darf ja nicht vergessen, ne, wer das erste Trio hat. Oh, shit. Und so eine große Advantage. Absolut cracked.
Zack. Grün, meins. Es ist alles so gesplittet, aber nur. Wenn wir auch heute mit 5 spielen, normalerweise spielen wir meistens mit 4, bei 5 ist dann noch mal ein bisschen mehr geteilt. Oh, fuck. Okay. Ach du Liebe. Zumindest müssen sie kein Geld an die Gegner abgeben. Hört ihr mich? Hallo? 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 Yo! Toni, Jonas, Pipo, der für die Big Subs, WTF, danke. Danke. Reese, du bist dran? Schwein, du bist jo. Dran. Reezy. Ich sag mal, ich habe bis jetzt noch nicht so das krasse Glück gehabt beim Würfeln, aber ich sag euch, es wird kommen. Ja? Mhm. Mhm. Und jetzt zum, genau jetzt zum Beispiel, weil jetzt fahre ich auf eine richtig. Ist ja noch zu. Ach, scheiße, der ganz sicher. Danke dir, Reese. Was ist das für ein Game? Oh boy, das wird hart. Da wird mein Glauben wird auf die Probe gestellt heute. Aber 24 ist doch ein Schnapper. Ja, schau mal, was ich für Straßen hab. Ja? Eine. Eine hellblaue. Aber. Ja, komplett rot ist noch offen, das ist zum Beispiel krass. Okay, wichtig ist, dass nicht Basti blau bekommt. Die Dreckstraße. Ja, es ist wichtig, nur das muss ich gucken. Nee, blau ist gar nicht so gut, oder? Was hast du gesagt, Basti? Nichts, ich hab nichts gesagt. Oh nein, der Arm. Oh, erstmal Steuern zahlen, du blöde Drecksau. So, ja, zahl rein jetzt und Ruhe. Junge, wirklich der Staat, Junge, der zieht mich komplett aus. Das ist die Neidgesellschaft in Deutschland, das wäre in den USA nicht passiert. In den USA hätte ich $200 bekommen und einen Kuss. Richtig, richtig. Da haben wir es wieder. Und hier bauen sie doch die Reifen noch ab. Die da oben, Junge. Ja, perfekt, jetzt habe ich beide Werke, na top. Ist doch gut. Ich meine, das ist nicht bad, I guess. Die stacken, ne? Schon. Ist nicht bad. Die sind jetzt nicht scheiße, aber ist auch nicht krass. Ja, die hauen mich jetzt auch nicht aus den Latschen, aber die werde ich trotzdem behalten. Ist wieder steuern. Guy, fuck you. Oh, das ist die braune. Nice, das ist ja auch. Let's go. Nice. Okay, Antonia, ich gebe dir die braune für 1000. Holy shit, Tony, das ist ein One-Time-Deal. Das ist ein crazy Deal. Der kommt nicht wieder, Junge. Also mit den Braunen macht man mich ordentlich Cash. Da ist dick Patte drin. Ich mag die braunen Straßen, ich finde die sympathisch. Komm, gib mir was Geiles, komm. Okay. Ey, oha. Wahnsinn, ey. Krass, ist okay. Alter. Ist okay. Aber ich würde dir 3 nicht geben für die Straße, Karl. Nee. Okay. Ich glaube, ich würde es machen. Ist 3 nicht ein huge Deal für Braun? Ich meine. Ja, ich brauch's gerade für nichts, ne? Weißt du, was das für ein Riesending ist, wenn er der Einzige ist mit Häusern und Stelzen? Oh mein Gott, Digga. Ja. Ich könnte kotzen. Oh shit. Digga, Toni ist so broken schon. Holy fuck. Ja, aber Basti hat's nicht. Basti hat nicht die Combo. Ja, das ist das Wichtigste. True eigentlich. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass Basti hauptsächlich verkackt. Alles egal, ist ja. Egal, ne? Ich hoffe, dass Basti heute richtig verkackt. Oh, was ist das? Rot? Oh, ja. Noch gar keiner, ne? Oh, Kevin, Digga, jetzt ist langsam ein bisschen frech, was du würfelst. Okay, ich glaube, jeder hat jetzt irgendeine Straße, ne? Okay, ich bin ein bisschen broke langsam, das ist ein bisschen ungünstig. Mindestens aber eine. Ansonsten ist Rose sehr nice. Langsam ist frech. Ich habe überall meine Finger mit drin. Nur zu Trash. Yo, Günni, danke, Ruff. Oh. Oha, Junge! Krass. Fofi, steuerfrei. Lager bad. Sie sind am Zug. Komm, jetzt ein ganz geiles. Jetzt kommt was Geiles, komm. 7. Ja, das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Show me. Ist das die Steuerscheiße? Oh, willkommen bei der Braun. Das macht 6 Euro. 3 Dollar. Ah, nee, 4. Zack, komm. Bam, Rainer. Zimmer und eine Matratze. Das ist ein Döner.
Krass. Fenster geht nicht zu. Läuft ganz, ganz wild bei mir diese Runde. Es macht mich richtig happy. Meinst du, es ist Karma nach den Ansagen? Mhm. Kommt noch. Kennst du das, wenn in so Serien so der Main Character, der am Ende richtig krass am Ballen sein wird, am Anfang noch so struggelt ein bisschen? Das ist quasi das, was ich. Schätzt euch Jazz anmachen? Jetzt ist hier scripted in Monopoly. Das passt. Wir wollen ja eine richtige. Die Handlung muss sich ja richtig entwickeln noch. Ne? Man muss ja erst mal. Richtig. Ich bin schon der Bösewicht geworden. Du bist schon denen, den alle nicht so viel mögen, aber man weiß nicht genau, warum du hast nichts gemacht. Irgendwie, aber so keiner mag ihn so richtig. Weil ich die Straße vorhin sagen konnte. Weil nach der Runde. Ja, genau. Ich hätte du blöder Wichser, du wusstest, wie die Straße heißt. Das ist früher als Kind gerne gespielt, du Assi. Ich glaube, der kennt irgendwelche Tricks oder so. Ich poppe. Ich glaube, ich habe als Kind tatsächlich nie Zack, dieses Game eine Million. Durchgespielt. Also zu Ende gespielt, eine Runde. Man hat immer so 2 Stunden gespielt und dann abgebrochen, weil Mutti mit Essen... Cringe! Oder weil irgendjemand geheult hat oder so. Nochmal 10-mal so lang. Mit dem ganzen Geld immer sortieren. Ja, auf. Bank, aber ganz langsam. Oh, shit! Bank. Ich war auch immer die Bank und hab geschummelt. Ich bin absolut cracked. Fuck! Oh nein. Bank, Pain. Nee, ich hab nicht geschummelt, aber ich war sehr gerne die Bank. Das hast du jetzt aber gesagt, das ist genervt. Absolut Dogshit! Oh. Ha? Oh, niemand. Hä, ich hab nur verloren. Gerade eben, ich hab 3-mal hintereinander gewürfelt, ich hab nur verloren. Na, nice, ja, perfekt. Oh, Basti! Ja, du kriegst. Es ist ein Werk, Anne. Mit Helf? Oh, sorry, Digga, hätte man wissen müssen, dass da nicht das Werk ist. Epic Fail. Epic Fail. Yo, Kevin, wie viel für deine Pink? Sie sind am Zug. Alle anderen Karten, die du hast, außer deine selbe Pinke. Deal. For real? Nein, mit dir. Okay. Hätte sein können. Los, würfeln sie. Reese, du hast immer noch eine Karte. So trash. Du, Karl, das ist insane. Tatsächlich, was du mir sagst. Ich hätte es gar nicht gemerkt sonst. Oh, bei Rätseln ist das richtig scheiße. Holy shit, yes. Das ist ja absurd. Digga, weil die läuft über gar nicht. Ja, Reese, gib dir eine Karte für 1500. Welche, was gibst du mir? Keine Ahnung, braun. Nö. Okay. Krasser Deal, sorry. War dumm, dass ich ihn ausgeschlagen habe. Also Reese, ich habe eine hellblaue, ne? Also wir können da bestimmt irgendwo uns irgendwann treffen. Wir machen da gleich nochmal was. Mhm. Ich spüre hier auch so eine gewisse, Du bist ja ein Geldgeber. Alright, danke. Bitte, bitte. Ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist okay. Da komm ich Yo, auf, also Juju, danke, brav. Danke. Mensch, das war eine gute Runde. Niemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Danke, Joink. Basti, würdest du deine dunkelblaue traden wollen gegen Sachen von mir oder kommst du nicht in Frage? Wenn, nur wenn ich dadurch auch eine komplette Reihe hätte. Mhm. Sehr gut, Basti. Okay, sehr gut, Basti. What's that? Beide Bahnhöfe anbieten und du könntest dir noch den Trash-Traden für die hellblaue. Ja, ist halt ein Scam. Also wenn müsstest du mir halt das so wenn bräuchte ich wirklich eine Straßenreihe. Okay. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Beeindruckend. Oh, bitte was Geiles. Oh, Lootbox. Bitte was Geiles. Holy Geil, fuck. Nehmen wir. Insane. Kevin, was spielst du eigentlich für Spiele gerade? Alles, Digga. Gerade spiele ich wirklich alles. Ich habe sogar League of Legends letztens gespielt, Bruder. Ich hab's gesehen, ja. Gerade ist es übel. Ja. Gibt's irgendwas Neues, was Geiles, außer das 12-Minutes-Ding? Ist die Steuer? Jo. Schön. Ja, perfekt. Tom, wieder raus. Geht wieder weg. Perfekt. Direktes Erbe versteuern. Ja, Erbsteuern, ja. 100%. Boah, was sind denn gerade so Games? Ich habe Valorant ein bisschen mehr gespielt vor einem Monat.
Das ja. war cool. Und dieses komische Portal-Shooter-Game war auch cool, aber da habe ich den Namen vergessen. Split. Oh ja, so. Split, yeah, genau. Hieß es so, Splitgate? Ja. Ja. Das war auch cool, I guess. Fuck! Ja, es gibt, oh, es Karl, gibt grad, Karl, ja. Karl, ich sehe uns auch noch bei Super Animal Royale irgendwann. Was ist das denn? Das beste Battle Royale, was es gibt. Ich sehe uns bei Mage Quit und Golf with Your Friends. Ja, safe. Fühl ich. Also, das erste kenne ich nicht, aber das ist dieses Monopoly. Ja, Mage Quit ist ultra scuffed. Das ist aber funny. Ja, das ist halt einfach so League, so Scuffed League. Aber so Free-for-All Scuffed League, es ist ziemlich witzig. Also, Scuffed League, so League selber ist schon fucking Scuffed, so. Nee, halt, es ist so Indie, es ist so League. Wir spielen ein Scuffed Game. Oh, doch. Es ist sowas wie so ein Pummelparty-Minispiel. Aber das als League of Legends. Hört sich grauenhaft an, hab ich aber Bock. Ja, aber es ist richtig witzig, es ist wirklich witzig. Ist sie noch kriegt free? Irgendjemand eine Straße? Ja, sind alle Straßen verkauft? Nein. Rot ist noch komplett frei, zwei gelbe sind noch. Ich glaube eine hellblaue. Es gibt auf jeden Fall noch was. Relativ viel frei, ja. Komm, jetzt was Großes. Gib mir was Großes. Also man sieht es auch. Der kommt nichts Großes. Dunkel unterlegten im Menü. Ah, true. Junge, Basti ist so tryhard unterwegs. Mann, er wollte einen Tipp geben. Was hier die Map auf alles? Nach Mann, nein, was Geiles, bitte was Geiles. Oh, ja, nichts. Kostet mich nichts. Ist okay. Nichts ist besser als Minus. Zack. No, oh mein Gott, Karl. Oh, let's fucking go. Das ist so krank verteilt. Easy. Du kriegst rosa, wenn ich von dir orange und rot bekomme. Ich sehe das. Nein. Oder rot und grün. Nee. Ich sehe da zwischen blau und grün eine große Gefahr bei Kevin und Karl. Oh, was Karl, wir müssen uns vereinen. Wir können die Werte. Ja, wir müssen zusammenspielen. Ich weiß, aber erstmal brauchen wir irgendwie zwei von irgendwas. Ja. Und dann können wir traden. Wenn Hauptsache Basti verliert. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Wir sollten Basti fokussen. Keiner sollte mit Basti traden. Oh, okay. Das ist ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zu ziehen. Ja, redet ruhig weiter. Oh, Mist erreicht. Ja, du musst jetzt mit Reese traden, ne? Sie sind am Zug. Ja, mit euch möchte ich auf jeden Fall nicht traden. Okay. Ey, Basti, weißt du, was gestern passiert ist? Oh, nein! Was denn? Ich hab gestern privat FIFA gespielt. Ich hab's gesehen, ich hab Sims gespielt und auf einmal sehe ich unten rechts um 23:30 erstmal Papa Platte startet FIFA für 5 Minuten. Aber auf Playsy. Einmal haben wir 5-2 kassiert und einmal, halte ich fest, 1-1 gespielt. Oh, wow. Krass. Ja, aber warum bist du denn da online gegangen? Und, wir haben es erst auf PC versucht, aber das ging nicht. So, Aber ich habe 11 Meter geschossen und getroffen. Ja, oha, wie krass. In einem Videospiel. Sehr, sehr krass. Ich bin krass gewesen. Ich hätte nicht gegen Amateurbots, das waren schon gegen Online-Gegner, ja. Hä? Antonia? Ja, ich möchte. Das bin ich, mit dir du trainest. Ja. Mhm. Möchten Sie diesen Trade mit mitmachen? Das ist ein Banger-Trade, den würde ich machen. Was möchten Sie handeln? Hä? Das Ding ist, meine Ausgangsposition ist denkbar ungünstig in diesem Game. Dann hätte Antonia Leverage gegen Basti, aber warum mal für blau? Ist halt erstmal die Frage, ob ich Hellblau gegen Dunkelblau trade. Oh, stimmt! Ja, aber das macht Basti würdest nicht. Würdest du machen, Basti? Nee, das würde ich nicht machen. Trade. Würde ich machen? Ja, gut, Dunkelblau ist so, Dunkelblau ist so overrated. Ich würde den Trade annehmen, wenn du mir irgendwie noch den vierten Bahnhof besorgen könntest, Antonia. Nee, aber kann ich nicht. Das wäre dann auch ein zu krasser Deal. Wer hat denn den vierten Bahnhof? Also Chat sagt schon, das ist scheiß Deal. Also. Basti, Junge. Basti, also. Acting King. Okay. Oh, gleich wird jemand gekickt.
Weißt du was, Digga? YOLO. Fuck it. Oha. Okay, interessant, interessant. Digga, in dem Game, was will ich taktieren hier? Einfach drauf los. Ja, dich jetzt ein bisschen erwischt, Bruder. Mir geht's gar nicht so gut. Nee. Walla, Krise. Ja, perfekt. Wieder Toni ein bisschen Patte geben. Hab ich ja richtig Bock drauf. Komm, nicht so ja, viel. Ich bin gerade ein bisschen... Ah, 12 ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt kostet alles noch nichts ohne Häuser. Ja, warte. Ja, normal. Aber so... Trotzdem, manchmal ist es ja auch so 40 oder so. Das wäre jetzt auch nicht so lecker. Zack. Oh, ist meins. Was sie daraus gemacht haben. Freunde. Ja, Basti. Das ist ein Bahnhof. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Oha, oha. Ja, da habe ich mir direkt meine Monatskarte geholt, glaube ich. So. Sie sind dran. Na, ABC für die S46, Junge, rein da. Na klar. Kaufst du dich frei, Reese? Ich bin nach Christus gefahren. Nö, ich chill. Warum nicht? Digga, es ist alles verkauft, was soll ich machen? Nee, es gibt noch ein paar Sachen, hast du erst ein bisschen Leverage. Das ist auch over. Das ist over, Digga. Ich muss anders hier rangehen. Sie sind zu Hause. Vielleicht. Naja, du kannst doch eine rote kriegen, eine orangene. Nee, ich Quatsch. Kann theoretisch, ja. Du kannst eine orange nicht, aber eine pinke rote kriegen und eine grüne. Pink, auch nicht. Pink ist auch weg. Pink ist komplett weg. Pink ist komplett weg? Nee. Ah, doch. Ja. Eine rote und eine grüne gibt's noch. Und. Und gelbe. Ja, gelbe sogar zwei, ne? Sogar zwei. Oh, oder? Oha, ja, true. Sogar noch zwei. Okay. Beginnt jetzt. Aber auf Langzeit profitierst du daraus jetzt, Reese. Also, du hast die beste Einnahmequelle aktuell. Ja, aktuell. Ja, aber dann reicht so ein Hotel und dann ist er tot. Eben. Also für Early Dings Game ist okay, aber. Och, Junge. Ey, gerade ist auch wirklich. Och, Digga, nein. Oh ja, willkommen. 20 Euro. Zack, Rainer. Karls Hotels. Ja. Zack. Na dann, viel Spaß auf Basti Straße, Junge. Okay. Oh, auf Freiparken könnte da was liegen gerade, oder? Bunkert da was? Ja, ein bisschen. Da hab ich sogar ein bisschen eingezahlt. Okay. Oha, ja, Junge, was? Was? Nee. Hä? Holy shit. Oh, fuck. Ist halt cheating. Holy shit. Big Stonks. Das ist nett. Das ist sehr nett. Hä, wir haben hier alle so viel Geld. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Oh. Oh. Well. Ja, ein bisschen zu spät, ne? Hättest du noch was übrig lassen können. Ja, ich hab meine $50 wiederbekommen. So, das ist was Gelbes. Das ist was Gelbes. Ich glaube, oder? die ist offen. Die ist frei, wa? Oh! Guck mal! Okay. Oh mein Gott, Junge. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Himmel. Ein kleiner. Sie sind am Zug. Oh, dude. Mhm, Wiener Straße. Okay. Basti, ich würde dir ein Trading-Angebot machen. Ja, ich hör zu. Auswählen. So, ich habe rausgehört, du bist eher Fan der blauen Straße. Deswegen würde ich dir die anbieten. Wow. Okay. Du kannst dir wahrscheinlich denken, was ich dafür gerne hätte. Ja. Und zwar die beiden blauen. Mhm. Damit haben wir beide eine Straße voll. Du hast genug Geld, das
zu bauen. Oh nein, direkt. Aber ist auch schlecht für dich. Wir haben beide eine Straße. Ja, das klingt für mich fair. Ja. Um's noch auszugleichen, hätte ich gern noch ein ganz bisschen Geld drauf. Einfach um den Wert auszugleichen. Okay, ja. Kann man das irgendwie schneller machen? Du musst gedrückt, halten. Gedrückt halten, aber du musst da jetzt gar nicht so lang gedrückt halten. Ich glaube, da kann schon langsam brennen. Ja, da wird's. Moment. So. Na, ich würde mal sagen, 180, dann sind wir gleich. Man darf ja nicht vergessen, dass bei Hellblau ja ein Haus nur ein Fuffi kostet, ne? Der Trade ist überdurm, mach den nicht, Toni. Was möchten Sie handeln? Oh mein Gott. Ja, das ist kinda stupid. Ist vielleicht ein bisschen. Ich meine, beide haben jetzt Geld. Beide haben jetzt Geld, um Häuser zu bauen. Wir sind komplett fucked. Absolut fucked. Geworden, GG. Ja, wir sind so fucked. Das war der beste Trade überhaupt. Nur weil Basti die Straßen kennt vom Namen her, toll. Ja, daran lag's, fuck. Er kriegt den Namen und er fuckt mich schon immer ab. Hä? Braun? Zeig mir dich mal. Ja? Taui. Der Big hat mich schon immer genervt. Ja. Oh, warte. Oder? Er ist bestimmt hässlich. Ich würde mit seine Flaggen immer. Karl. Die Flaggen. 300. Der Mix hat mich schon länger genervt. Nee. Ich will 300 und die pinke. Karl. Das ist nee, ich will 300 und die pinke. Easy. Nee, dann absolut nicht. Absolut easy. Okay, dann nicht? Nee. Pech? Ups. Okay, wir sind komplett fucked. Ich fühle mich so wie beim Weltgeschehen, wenn die ganzen Großländer verhandeln und ich bin irgendwie so, keine Ahnung. Luxemburg, so Österreich, yeah. Weil ich kann nur so zuhören, was ihr halt macht und so. Ja, okay, I guess. Oh, was? Oh. Leeres Feld? Zufall. Oh, mein fucking Gott. Oha. Urlaubsgeld mal wieder, ha? $100, imagine, krass. Ja, Digga, Erbe $100, da bin ich mir auch. Dafür kriegst du ein Grundstück. Ja. Dude, what a time to be alive, Alter. Brandenburg, wahrscheinlich sogar realistisch. Kommt drauf an, Digga. Wow. Aber bei manchen Orten, da würde ich lieber 100 Euro nehmen, Big um ein Grundstück zu haben. Da bist du besser dran, Digga. Wenn du so in Barut bist oder so, Digga, da würde ich eher Geld nehmen, damit ich da ein Grundstück nehme. Ich weiß nicht, ob es so eine Urban Myth ist, aber irgendwie jemand meinte, in Brandenburg gibt es ein ganzes Dorf zu kaufen für 5.000 Euro. Ach nee, niemals, Digga. Boah, oder scheiße. Osten zumindest. Lass das mal kaufen einfach. Digga, man könnte es halt echt kaufen und einfach so einen geilen Freizeitpark draus machen oder irgendwie ja, so. Ja, oder ein lustiges Video oder so. Oder das hätte safe schon jemand gemacht, wenn es so will ich wäre. Oh nein, Basti tryharded. Basti tryharded richtig, oh nein. Oh. Wow, das Ijo. Ist halt, das ja wirklich über was ist das denn? Gute Chance zu gewinnen jetzt einfach. Ultra tryhard. Das ist RIP, wenn wir auf blau kommen, ist es vorbei. Das sind die Totenfelder. Ja. Wow, Basti, toll. Ich mach alles kaputt. So viel Spaß. Ja, jetzt so viel Spaß. Basti hat wieder ruiniert, ja. Jetzt bei Minecraft bleiben sollen, Basti. Ja. Wie viel kostet es jetzt, wenn man auf Bastis Feld kommt? 1100! Und bei dem anderen 1-4 anscheinend, ja. Ja, es rippt, Digga. Absolut widerlich. Wenn wir da einmal draufkommen, ist vorbei. Und ihr bekommt dafür auch wirklich eine Erlebnis. Kevin, wir können nichts traden, ne? Wir können nichts traden. Nee, es macht nichts so Sinn. Ja, es gibt gar nichts. Wir müssen noch warten, aber sobald wir können, müssen wir, Karl. Ja, wir müssen. Muss ich ja drauf sein, um das zu machen? Wir kriegen beide zwei Straßen und Basti wird komplett. Was wird genugt? Kannst du ein Hotel kaufen? Uiuiuiui. Holy fuck. Krass jetzt im Gebäck, Digga. Oh mein Gott. Dieses Publikum kann sich gar nicht mehr halten vor Applaus. Das ist absoluter Speedrun. Ne. Oh Gott. Oh, du machst extra kein Hotel, in das wir keine Häuser kaufen können. Ernsthaft?
Okay, das ist tryhard. Das ist halt wirklich tryhard. Genau, weil das habe ich getan. Oh, sind hier schon keine Häuser mehr verfügbar? Nein, oder? Nein, nein, es sind noch welche da. Achso, wollte gerade sagen. Oh nö. Einfach 10 Häuser. Oh. Am Arsch. Ey, was ist aber no denn? Joke gerade eigentlich besser, dann kommst du nicht auf ein paar shitty Felder. Schon ergänzt. Spielen wir. Oh, okay. Kevin, Gefahr steht bevor. Oh! Oh, ja, oh nein! Ja. Oh, ernsthaft? Ja, oh mein Gott! Yo! Oh, wie möchtest du es denn haben? Oh mein Gott! Oh, 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 oh. 1-4. Soll ich dir noch einen Mietwagen dazu bringen, oder? So piss. Das ist richtig schlimm. Scheiße. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Was ist das andere? Ja. Hast du genug? Ja, Digga. Boah. Es wird insane schwer, daraus wegzukommen. Du musst alles zählen. Oh, ups. Ja, du hast dir auch die teure Suite ausgesucht. Ja. Bitte nicht, Bassi. Selber schuld, ha? Frühstück aufs Zimmer, ha? Getan, was getan. Mini-Kühlschrank. Die Cola. Voll besonders für ein Hotel. Hast du wieder zu viel Fritz-Cola aus dem Mini-Kühlschrank gemopst? Oh nee, der Gas reicht nicht. Wir nehmen auch EC-Karten. Okay, Basti, ich trade dir die Orangene. Nee, du hast nicht genug Money, fuck it. Könntest du mir irgendwas traden, dass ich dir das Geld leihe? Macht irgendwas Sinn? Ich trade die grüne. Oh nee, Kevin, ich geb dir 200. Ich brauch die grüne eher. Die grüne. Boah, nee, Karl. Hä, warum nicht? Okay, warte. Ich kann dir auch einfach so 200 geben. Was ist Karl? Ich denke mit dir traden. Okay, pass auf. Ich geb dir so einfach 200, keine Finanzspritze. Einfach so. Okay, pass auf. Du hast genug Geld. Du kriegst die grüne, ich krieg. Ja. Warte, ich geb dir meine rote, krieg dafür deine grüne. Ist fair, weil rot ist besser. Ist zwar eine Hypothek drauf, aber ist besser. Okay. Hä? Also, wie komme ich zu dir rüber? So. Rot ist nicht besser. Hä? Ja, warte, ich will noch deine orange. Ach so, nee. Hä, hey, warum? Oh ja, Kevin, krieg ich noch deine orangene, Kevin? Ey, wie viel brauche ich, Bro? Ich glaube 200 oder so? Oh. Ja, du brauchst 200. Oder 180 brauchst du. Also, nimm dir 200. Okay. 1-4. Und die orangene? Vielleicht? Boah, ungern, Digga. Ja, okay, komm, fuck it. Warte mal, ich überleg. Ja, okay. Was möchten Sie handeln? Blong, hier. Ja, die rote ist die beste Straße, die es gibt. Nach Orange. Also eigentlich Orange und Rot, so. Fuck it. Boah, Junge, Alter. Dankeschön. Das war eigentlich übelste so dumme Trade, aber... Dicker Bass. Immer noch am Leben. Trade-Karte? Das ist... Boah, ich bin so pissed. Ich try hard halt nicht. Ist so. Ich spiele das Spiel zum Spaß. Junge, nicht um zu gewinnen. Ich hoffe, dass keiner mehr auf meine Felder kommt. Ja, es tut mir so leid, Leute. Oh, ernsthaft? Ja. Okay, wow, okay. Das ehrlich, ist einfach nur eine Umverteilung. Ja. Das ist halt peinlich. Danke dir. Boah, Junge. Richtig Tryer, dass Antonia da ihr Dings hat. Ja. Das ist ein großes Mehrfamilienhaus. So faire Miete. Jetzt irgendwas für jedes... Oh. Ja, besser ist verdient. Verdient, Karma. Da hat Karma richtig reingezockt und von den 1415 abgezogen, ey. Ja. Verdient. Mann, ja. Hey, Basti hat alles wieder reinbekommen, was er ausgegeben hat für die Häuser. Jesus, take the wheel, Digga. Jesus, take the wheel jetzt. Da hat es wieder den kleinen Sparer getroffen, war Basti? Viel zu Batman. 4 ist irgendeine andere Scheiße, keine Ahnung. Bahnhöfchen? Meins. Es ist doch meins. Boah. Haben Sie schon über den Wir hatten den anderen Bahnhof noch eigentlich, Basti. Müsst ihr mir geben?
Ja, kommt drauf an, ne? Also. Das eine kleine Schenkung vollführen kann man doch mal machen, oder? Unter Kollegen. Ja, ich glaube. Glaube nicht. Glaube nicht. Fragen kostet ja nichts, ne? Nee. Dann bleibe ich wohl noch eine Nacht. Obwohl, kann ich. Okay. Kannst du ein Hotel draufklatschen? Kennt ihr aus eurer Kindheit noch die Regel, dass wenn man im Gefängnis ist, man keine Miete kassieren darf? Ja, ja, kenn ich noch. Ja, ja. Weil das ist eigentlich eine übelste Counterbalance, dass halt man nicht die ganze Zeit. Ja, das Power Gaming ist das. Ja, ja, das Power Gaming. Gefängnis ist krass okay ansonsten. Ja. Ja. Aber es ist Realismus. Ich fühle mich sehr schlecht hier. Geschäfte laufen weiter. die Regel, die jemand anders halt. Es wäre geil, wenn du Prozente abgeben müsstest. Ja, aber du darfst, glaube ich, nicht der Inhaber sein. So eine Gang oder so. Ja, ja, ja. Oh Gott, zum Glück, Junge. Holy shit. Oh mein Gott. Hey! Ach, nee, fuck. Oh fuck! Aber oh nein! War da alles weg? Oh, ich find's auch nicht mehr drauf von dir. Ich dachte, da stand, jeder zahlt dir 50 Euro. Scheiße. Fuck. Ein kleines Wörtchen, ne? Was für ein Unterschied. Fuck. Aber ist mir lieber als auf Ponys Haus da drauf, Alter. Das ist wirklich trash. Mehr Familie. Ich glaube, dann wärst du komplett dead, ne? Hm. So ist es halt mit, dem, mit den Mieten in den Großstädten. Ja. Ist halt einfach unangenehm. So, ich möchte mal 100 Euro erstmal haben. Ja, ich fahr auch mal mit der Bahn. Dankeschön. Ehre. Und für die Umwelt auch ein Stück weit. So, eine 2 und eine 4 wäre ganz, ganz ungünstig jetzt. Deswegen würfel ich es einfach nicht, oder? Machen wir es so? Machen wir ich schütte dir die Kissen auf. Alter, 4! Reese. Ist doch Let's auch einfach go, schön. Reese! Oh mein Gott, das gleiche. Oh mein Gott, du musst eine Hypothek aufnehmen auf. Oh, yo! Aber es ist so cringe. Sag, das Zimmer von Kevin letztens ist gerade sauber geworden. Ist es? Wie mache ich jetzt hier eine. Das hat ganz schön lange gedauert, aber. Den habe ich, wa? Ich würde sonst auch eine gelbe Straße nehmen für Geld, Reese. Also wenn du kannst mir auch gerne die 3 Bahnhöfe geben und ich komme dir da vielleicht mit dem Geld dann entgegen. Ungern. Okay. Ich krieg's gerade mal so. Reese, wir müssen zusammenarbeiten. Kevin, du und ich. Ihr Zug beginnt jetzt. So, jetzt glaube ich noch einmal auf Antonias. Ja, und dann einen wunderschönen Abend mit euch. Nee, noch nicht, ne? Nee, was ist das für ein Ding? Das ist Zufall. Schatzkammer. Es gibt eine Karte, die dich direkt auf Bastis Straße schickt. Ah, ich habe keine Häuser. Mach mal wieder nächstes Mal. Okay. Ah, das hat mich jetzt mal wirklich 1,4 kurz gekostet, Alter. Junge. Ich habe mich auch nicht wohl dabei gefühlt. Juhu. Für das rechne ich dir hoch an, Basti. Aber ich muss ja meine Mitarbeiter auch irgendwo. Klar, du, ich verstehe, du hast hohe Unkosten und alles, ne? Das war ja auch ein großes Risiko, was ich da eingegangen bin. Ist ja auch ein Altbau und so, Heizung nach außen und sowas, ne? Wasser und alles. Boah, jetzt sind 2 würde richtig poppen. Ja. Okay, immerhin nehme ich. Sie sollten bauen. Alright. Ja, ja, ja. Jetzt komme ich auf Bastis Feld. Nee, da sind wir schon vorbei. Noch nicht. Fuck. So. Gibt's überhaupt noch eine Chance zu gewinnen? Ja, Karl, wenn einer von uns muss rot oder grün bekommen. Ja, Reese ist auch mit dem Team. Okay. Ja, preis-leistungstechnisch lohnt sich das tatsächlich gar nicht, noch ein weiteres zu bauen. Oh mein Gott. Du hast 3000! Aber, naja. Aus einem zarten Pflänzchen wächst ein. Was? Wie ist die Monopoly-Meta gerade? Ich mach gar nichts. Was ich. Welche Masterpiece hast du drin? Ja, ja. Ja, aber es ist jetzt so ein Guide. So ein Skill-Guide, genau, wie bei League, das ist was, drin, man, was ich sagen was man muss, oder was der perfekte Deal ist. Ja. Reese. Übergeskeedet über die Straße des Horrors da, Digga. Komm. Oh, wirklich. Das wäre doch schön gewesen. Ach, guck mal, wir sind hier. Schön.
Das finde ich schade, dass niemand von euch ins Hotel gegangen ist. Ins Mehrfamilienhaus. Ja, ist auch ein bisschen mir zu teuer gerade aktuell. Läuft nicht so gut. Ich spüre bitte, bitte. Ja. Oh, das Bastis Bullshit geskippt. Das Ding ist halt auch, hey, das ist so rigged. Das ist so rigged. Dominik hat halt, ich sag mal, den Kofferraum von seinem Auto mit einer Decke. Da braucht man halt auch kein Hotel. Du Hund, das ist vor allem für Picknick oder so. Ja, natürlich. Für Picknick. So nennt man das also heute, ja? Hast du eine Decke im Kofferraum zu haben? Naja, ja, komm. Ist doch voll praktisch, wenn du halt zum Beispiel schwere Sachen, wenn du keine Kratzer im Kofferraum haben willst. Okay, zum Beispiel, guck. Was? Oha, gut, Power. Das ist Powerplay. Sick. Mhm. Basti geskippt und Geld geholt. Let's go. Aber das ist im Grunde das Beste, was hätte passieren können. Los, würfeln Sie. Ja. Am besten krieg ich noch einen Disconnect, das wäre noch besser. Oh mein Gott, das wäre wirklich das Beste. Okay, krieg ich die gelbe? Was auch immer, nee. Passiert, geben Sie nicht auf. Oh, fuck yes. 20 Euro. Seid ihr gegönnt, Bro. Seid ihr gegönnt. Insane. Ja, ich bin hier direkt vor Bastis Bullshit. Mann. Sie sind zu Hause. Vielleicht soll Sie sind zu Hause, sagt er. Ja. Komm, irgendwas Gutes. Frei parken. Nein. Haben Sie das gemacht? Frei parken liegt noch mein Straße. Arsch ist gar nicht mehr so gut jetzt. Mit großen Schritten. Wo geht's denn? Die ist frei. Die ist frei. Oh, krass. Ich kann's mir nicht leisten. Oh, no way. Oh, noch kannst du, noch kannst du. Yo, Reese, die bräuchte ich. Geil, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig, Richtmann. Ja, wichtig. Die bräuchte ich. Aber ich habe hab eh kein Geld für irgendwelche Häuser. Ich habe nichts. Ja, das ist halt, wenn ich sie gebe, was springt da für mich raus? Weißt du, nix? Ja. Nee, mach noch nicht. Pass auf, folgendes. Hm. Wir machen so ein crazy Dreieckstil. Ja. Sobald ich irgendwas habe, was wichtig ist. Okay. Ja. Ich behalte mich dann gewinnen wir alle. Mal verhalten, so lange. Ja, ihr gewinnt. Wahrscheinlich, ihr hört so auf, wenn nur noch ihr drei so am Leben seid, ihr sagt so, ja, okay, wir können aufhören. Wir spielen als Team. Oh. Oh. Die ist auch noch frei. Oh, shit, aber du hast kein Cash, ne? Ich hab kein Cash. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Oh mein Gott. Schade. Das ist das Schlechteste, was hätte passieren können. Ja. Ja, jetzt hat Basti die. Was denn? Herr Toni hat doch auch voll viel Geld. Mach so teuer, wie es nur geht. Ja. Zack. Was jetzt? Oh. Toni, bitte tu mir einen Gefallen und treib's so hoch, wie es nur geht. Sonst macht Basti wirklich den Überschnapper. Fuck, ich kann nichts. Kann's nicht hochtreiben. Hm. Oh mein Gott. Basti darf die nicht bekommen, sonst ist es wirklich over. Weil er nicht tradet? Hm. Ja, weil es gibt keinen Grund, um das zu traden. True. Ich glaube, irgendwann crasht die Lobby, aber. Okay. Tja, Kevin hat gesagt, du solltest die auf jeden Fall mir nicht geben. Pass auf, Basti Strat ist es, dich nach 1000 hoch zu traden und es dann zu verkaufen, dass du es bekommst. Das ist Basti Strat hier, hundertprozentig. Ich bin nur am Überlegen, wie lange er noch hochpullt, aber. Bis 1000. Nee, ja. Natürlich nicht. Mhm, 10. Was willst du? Bisschen geht noch, bisschen geht noch. Oh, shit. Nehme ich.
Oh mein Gott, das ist so scheiße. Metagaming. Stream Sniper. Okay, ja. Basti, brauchst du irgendwas von Kevin? Von Kevin? Ja, dass du es tauscht mit ihm. Naja, ihr könnt mir doch vielleicht mal eure Orangen vielleicht zukommen lassen. Okay, wenn du mir die grüne gibst. Dann musst du Karls Orangen bekommen. Okay, kriegen wir hin. Hä? Okay, aber dann kriege ich Rees rote, hä? Okay, Rees, pass auf, ich gebe dir meine zwei Werke, meine Orangene. Nee, sorry, und meine Pinke. Die Werke Karl, und die Pinke. Ich gebe dir meine Pinke für die Rote. Rees, skippen! Rees muss erstmal weitermachen. Die Orangen ist auf Klo. Ja, ja. Ah, ich bin da, ich bin da. Okay, mach auf Klo. Karl, ich würde dir meine Pinke für deine Braune anbieten. Was ist so verfahren hier, ne? Deal. Okay. Muss noch würfeln. Karl, du brauchst halt meine Rote. Ja. Aber du kannst mir halt nichts geben, was mir was bringt. Nee, Quatsch, ich krieg... Oh, oh. Guck, er kann dir Orange geben, was ich brauche. Ja, aber... Smart. Wie lautet ihr Angebot? Alright, Kevin, ich gebe dir meine. Was gebe ich dir? Meine Orange, ne? Mhm. Ja, ist ja krass. Ja. Gegen die Rosane. Gegen die Rosane, genau. Easy. Okay. Dann ist ja die Frage, ob du die letzte Orange auch bekommst. Also, die letzte grüne, meine ich. Ja, wir haben noch gerade gesprochen, dass wir den Deal machen. Okay. Warte, und Rees, ich geb dir meine roten. Für? Nichts. Okay. Ich werfe nur, dass Basti nicht gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Chance haben. Es ist halt so krass, dass es genauso ist wie die letzte Runde, die wir Monopoly gespielt haben. Es ist halt legit das Gleiche. Am Ende ist, stellt sich dann wieder raus, dass ich Toni gescammt habe oder so. Stimmt, war das so beim letzten Mal? Ja. Da bin ich bankrott gegangen. Ich meine, to be fair, Basti. Du hast Toni hart gescammt hier. Was heißt gescammt? sie ist drauf eingegangen, aber das war der beste Deal auf Erden, Digga. Ja, ich glaube noch nie Monopoly so guten Deal. Ja, true. Normalerweise hätte ich einfach sagen sollen, hey, das kann ich nicht annehmen. Na, GG, Digga. Oh, scheiße. Oh, warte. Also, ich bin eigentlich nee. Mit meinem Ding, Kevin. Kevin, also, bevor du Trader handel, gib mir all dein Shit. Und ich verteile es an Rees und mich. Oder du kannst auch direkt verteilen. Ich will nur mal ganz kurz erwähnen, dass ihr gerade noch. Weil wenn du bankrott gehst, dann kriegt alles Antonia. Ja, aber das ist doch auch okay. Ja, wir müssen Power Game. Wir müssen Hardcore Power Game. Ja, ja. Hab ich ja auch gemacht, klar. Ich hab ja auch richtig krass, also. Hab mich auch mit allen verbindet vorher. Okay, warte mal. Ich glaube, du kriegst das nicht wieder raus. Ich. Basti, ich gebe dir meine Orangene, wenn du mir 400 gibst. Bringt mir halt nichts, weil ich keine Gewissheit habe, dass mir Karl die letzte gibt. Hä? Was möchten Doch, ich gebe dir die letzte, auf jeden Fall. Warte mal. Wie steckt man das Money hoch auf Ding? Ah, jetzt. Spielst du mit Controller? Ah, nee, ich wollte es mit der Maus machen, aber mit Pfeiltasten geht's. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Ich gebe dir genau 380, die du brauchst zum Bezahlen. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Schwarm. Das ist so ein bisschen mein Game. Das ist halt, also ja. 420 gebe ich dir. Ja, passt. Okay. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Haha.
was möchten Sie handeln? Ja, Orange ist halt sehr stark, ne? Wer hat eigentlich nochmal die letzte dritte? Ich kann nichts hinzufügen. Enter? Yes. Oh, das ist die falsche. Ach, Karl, Junge. Die brauche ich! Ich würde auch beide nehmen, actually. Das Problem ist jetzt, Kevin, du hast nicht so eine große Wahl, weil Basti sagt nein. Wenn ich jetzt auch nein sage, dann kriegst du das Geld nicht zusammen. Ja, du hast auf jeden Fall ein Druckmittel gegen ihn. Das heißt, ich würde dann schon noch die andere Straße auch noch haben wollen. Wie lautet ihr Angebot? Nee, da würde ich noch mal... Ich trade alles, Karl. Ich nehm's nicht an. Ich trade alles, Karl, und geh, auf, also geh raus. Ja, für das die Runde. Machst du die Lobby zu. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ich mach das nicht, Toni. Was möchten Sie handeln? Schöne Fippa. Rihanna war Plü. Entweder. Okay, und dann machen Reese und ich, wir machen ein absolutes Power-Team. Entweder meine Mutter darf bei uns einziehen oder ich trenne mich von dir. Ach, hey, Antonia, er macht's nicht! Das ist auch ein Angebot. Ja, dann kann er leider die Schulden nicht bezahlen. Tja. Schuldenbremse. Ja, dann kriegt Toni. Ey, das ist Basti. Das ist Basti! Das ist Basti. Oh. Okay. Ja, kannst du langsam mal den Finger von der Taste nehmen? Was möchten Sie handeln? Ja, passt so. Bisschen Trinkgeld, komm. Ich wusste es. Oh mein Gott, Basti! Was denn? Wegen 9 Euro! Das ist so typisch, Basti. Oh. Das ist so deutsch. Ja, ich bin wirklich, also, Leute. Ich bin echt ein schlechter Mensch, also. Es ist so krass, alles, was ich mache. Ich hoffe, du schämst dich richtig doll dafür. L? Fuck! Warte mal, wie viel ist das? Nicht viel. Ah, okay, nichts. Cringe. Oh boy. Die Schlaune. Hast du klein gemacht? $58 durch. Ich denke, im ganzen Spiel ist einmal jemand auf den scheiß Bahnhof gekommen. Vielleicht zweimal. Nicht wert. Ich bin ein paar Mal. Ja, was? Zweimal, das war alles. Oh, das danke. Joink. Ich brauche halt sehr, sehr doll dringend Geld. So, immer noch auf Bastis Grundstücke und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Oh. Bisschen ja, Reeves Todesstraße. Jetzt bin ich auf Antonias Pumps. Ab in den Turm. Manchmal. Oh, passt. Ist ja nicht, oh ist Gott, ist quasi so. Nichts. Holy shit. Ja, ich würde. Reeves, gib mir alles und alle vier. Gerne deine gelbe nehmen und die Hypotheken kriegst du es auch noch zusammen. Das hochzahlen. Achso! Oh, aber mach Hypothek! Reese macht Hypothek! Ja, aber ist true, ist true. Ich krieg jetzt mit Hypothek, glaube ich, zusammen. Lass mal gucken. Ja, im Bahnhof bringt 100. Sonst nehme ich auch gern die Bahnhöfe wieder zurück. Das wäre dann so ein schöner Kreislauf auch. Kreislauf des Lebens. Kreislauf des Lebens, ne? Ja. Weil das ist ja deine einzige Einnahmequelle gerade. Könnte man so sagen, ne? Könnte man schon. Ja, muss man auch so sagen. Muss man sogar so sagen, ja. Muss das nicht so hart ausdrücken. Ja, aber doch, ich würde jetzt hier die Miete bezahlen und dann einfach mich weiter auf den Weg machen. Okay. Ich hoffe, dir hat's gefallen im Motel. Du, es war super. Wir haben leichte Kakerlakenprobleme, aber es wird schon besser. Du. Für $450 ist es okay. Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Antonia, oh, Digga. Scam. Ja, Antonia braucht's auch. Toni braucht's auch. Okay, oh, das war ein easy. Das war... Warum hast du so viel gutes Karma aufgeschossen? Kann ich einmal geblitzt werden. Ich hab einen guten Trade mit Basti gemacht. Oh nein, das ist wieder ein Basti-Haus. Nee, die kommen... Was hast du? Seite, du kannst auch eine über Hypothek aufnehmen, ne? Auf irgendwas. Sie hatten mit dem Geld. Oh. Gott, Digga. Also komm, jetzt sind wir langsam nicht alle ausgebrannt hier. Kann ich einfach von Frieda wohnen? Naja, also...
Ja, Basti, komm, gib ihm 14. Auf Ehre. Du hast doch noch, Ja, auf Ehre. Einfach, weil du ein netter Typ bist. Willst du deine Werke noch haben? Die Werke sind ja nichts wert. Komm. Du kannst ihm halt nicht eingeben. Junge, wie skafft. Ja, komm, mach 100, dann gebe ich dir meine Werke. Ist das ein Deal? Nee. Komm, dann sagen wir 80. 80 die Werke. Mach mal 80 die Werke. Okay. Oh mein Gott. Also für die Werke gebe ich dir 120. Okay, Deal. Also ich würde dir 28 geben. Ja, okay, also ich gebe dir 400. Basti, willst du ein Gegenangebot machen? Nee, das ist hier keine gemeldete Auktion. 400. Basti, für 130 gehören sie dir. Ja, ich weiß. Willst du? Nee. Die Hypothek wegzumachen kostet mir schon zu viel. Ja, was hast du gesagt? 400. Ich wollte nur Basti hochtreiben. Das ist smart. Du bist so bei eBay, diese Better, die so diese falschen Bets machen. Smart. Okay. Alter, lass uns schön. Rosa gegen Orange. Ha? Rosa gegen Orange. Okay. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Easy. Alter. Okay. Fuck it. Kann ich irgendwie ein Häuschen auf irgendwas drauf machen? Nee, ne? Okay, Basti, ich habe jetzt ein faires Angebot, wie du dich in die Herzen der Leute dribbeln kannst. Ja. Oh. Wie lautet ihr Angebot? Boah, du kannst ja noch vielleicht nochmal was draufpacken. Was denn? Bro, nein, das kann ich wirklich nicht. Dann macht es wirklich keinen Sinn, dann kann ich auch gleich bankrott gehen. Das nächste Mal, wenn ich auf irgendwas draufkomme, muss ich auch Hypothek aufnehmen. Das Oha, ist dann wirklich. Basti, weird Champ. Ich geb dir einen Tenner, ich geb dir einen Sechser, damit ich die gerade Zahl habe. Ja, komm, für eine gerade Zahl. Wir machen eine runde Summe. Yeah. Ja, leider noch 6 Euro raus. Nice. Ist so ein bisschen Leichenschändung, was Basti da immer macht. Ich bin schrecklich. Ich bin. Basti, du bist wirklich der schrecklichste Monopoly-Spieler, den ich kenne. Aber also schrecklich im Sinne von gut. Gut schrecklich. Hey, Basti hat einfach nur Glück gehabt. Oder? Ja. Ich glaube, ich lasse nächstes Mal jemand anderes für mich spielen und ich rede nur. Ja. Reese? Nee, andersrum. Yes. Was möchten Sie? Oh, warte, ich muss irgendwas von dir nehmen. Nee, doch nicht. Ha? Wie lautet ihr Angebot? Zack, zack. Wie komme ich zu dir? Ich weiß nicht, es steht unten nicht, was du drücken musst. Shift? Oh. Okay, Deal. Was machst du denn da? Damit's fair ist! Was sind das jetzt? Weißt du mal, das war ein fairer Handel, Karl. Vielen Dank. Ja, bitte. Oh. Welches Haus hat die höchste Wahrscheinlichkeit? Basti, was sagt das Heft? Höchste Wahrscheinlichkeit ist... Es wäre noch so ein zweiter Karl hier in der Runde, der jetzt Karl für das jetzt mal so blamen würde, so wie er es bei mir macht. Damit's fair ist, damit jeder irgendwas hat, damit das Spiel interessanter ist. Okay. Sie sind dran. Jetzt werdet ihr gefickt. Oder? Willkommen, was kann ich für Sie tun? Das Alright. Größte Zimmer. Sie müssen Miete. Boah, sehr gerne, gerne. Die Nacht. Wir haben es runtergesetzt. Normalerweise ist es bei 700, aber wegen dem Sommerangebot auf 550 aktuell. Holy shit, schmackhaft. Hä? Warte, wie? Oh. Warte, wie viel muss ich jetzt zahlen? Weiß Karl, dass er gemietet ist? Weiß ich nicht. Hallo? Ja. Moin. Ich bin gemutet? Ja, also warst du. Wie lang?
Bestimmt noch oh! Mal, also 2 Minuten. Minuten oder okay, so. Ja, sorry. Was mach ich? Mir deine, ich hab Schulden, aber bin inaktiv. Gerne kannst du mir deine... 3... Krieg ich das überhaupt noch hin? Nein! Oh, das ist absolut toxic. Was mach ich jetzt? Du kannst mit mir nochmal traden, Karl. Ja, was willst du? Kannst du mit mir traden? Du kannst mir die 3 Pinken halt geben. Ich geb dir auf jeden Fall mehr als die Hypotheken. Ich geb dir auf jeden Fall mehr als Basti. Wo Nachfrage besteht, das will ich sehen. Höhle der Löwen mäßig. Ja. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ja, okay. Ja. Kevin, soll ich's machen oder ist das absolut Scum? Kevin! Oh nein, Reese. Kevin, alles geben ja. Und dann bankrott gehen. Also ich bin eigentlich kein Fan von das Spiel so zu beeinflussen. Ich würde sagen, auf den du bankrott gehst, der kriegt deine Straßen, fairerweise. Ha. Aber was, wenn er mir dafür 50 Euro gibt? Ich meine, du könntest ja überlegen, mit Antonia oder mit Basti zu traden. Dass oh, du true. Ja, aber ich verliere eh. Ja, aber halt, vielleicht wirst du halt nicht Letzter. True. Das ist ja okay, auch Was, wie viel gibst du mir für eine Pinke? Eine Pinke? Naja, ja. Eine Pinke bringt mir erst. Wenn, wirst du, glaube ich, nur die 3 im Kollektiv los. Okay, 1500. Ja, das kann Reef gerne zahlen. Reef, 1500? Was ist Basti das gesagt? Das, nee, ist ein bisschen zu hart. Wie viel? 57? Hä? Oder so. Ich hab zu lange... Ja, jetzt kriegt sie einfach halt auch. Ja, weil ich zu lange versucht habe zu handeln. Das ist natürlich noch besser. Hey, das ist ja ultra, das Game hat mich einfach gescampt. Ich hätte einfach alles Kevin geben sollen. Ich wurde einfach legit gescampt vom Game. Ja, richtig dumm. GG trotzdem. Oh wow. Boah. Jetzt halt die Frage, geht Kevin vorher hops oder ich? Ja. Das ist jetzt einfach nur noch eine Würfelfrage gerade. Oh, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Oh mein Gott, so broken. Und Antonia hat 3 Straßen. Oh nein. Würfeln Sie und sehen wir. So, ich sag mal so, schmeiß der Benz an, wir fahren. Und zwar gekonnt um alles drumrum, richtig? Zack. Ja, noch ist da nicht so viel los auf Pink. Da ist nichts drauf, ja? Alles so ein Werk, Scheißdreck. Ja, da habe ich ein bisschen was. 90 Euro. Oh Gott, oh Gott. Oh. Dass ich dafür jetzt raufgehen muss und die Hypothek nehmen muss, ist wirklich ein bisschen peinlich. Damit sollten Sie im Spiel bleiben. Dankeschön. Antonia, ich sag mal, du hast ja auch nicht so viel, da gönn ich's dir auch. Ja, und ich habe halt auch einfach gute Elektrizität. Das muss man mir auch einfach mal lassen. Seitdem ich da bei deinem Werk bin, muss ich sagen, stromtechnisch keine Bedenken mehr. Also. Danke dir. Habe ich eine Last weniger. Ja. Hunger. Boah, das ist schon eine richtige Todesecke da, ne? Ja, richtig. Das ist schon ein richtiges Todesviertel. Aber wirklich. Ja, so eine Nacht in der Schlossstraße wäre halt vielleicht mal was. Oh, Pizza! Oh. So. Reese, was für eine Pizza? Ihr Zug beginnt jetzt. Also mich gefragt oder Antonia? Ja, was für eine Pizza, Reese? Nee, Antonia frage ich nicht. Ey, was hast du für Sorten? Die hat mich gescammt mit dem, mit, Bestellst du oder hast du Ja, ja. Die kann man noch kaufen? Holy shit, die Gelbe. Oh mein Gott. Ja, die mittlere Gelbe. Bist du Boah, mit so Pepperoni-Wurst, das wäre ultra sick, oder? Boah, safe. Boah. Ich hätte auch gesagt Salami oder sowas. Boah, dann noch ein Tiramisu. Bitte keine 2, bitte keine 3. Kevin, wir haben eh alle verloren. Ja, das ist true eigentlich. Das ist
wir sind so verwundete Tiere, die jetzt noch gejagt werden. Ritman, ist es aber erstmal? So fühle ich mich, Basti, so fühle ich mich. Da möchte ich mir die 18 Dollar schmecken lassen. Ey, seid ihr auch gegönnt, Bro. Das hast du dir auch verdient, Dominik. Ich hab hart geackert für das Haus da hinten. Oh Mann, bitte steck mir doch einfach in den Knast oder irgendwas. Jesus, take the Ja, Basti, gibt's irgendeine Situation, wie man da rauskommt? Was meinst du? Aus so einer Position, wie wir waren. Irgendwas. Ja, ist halt mit so super unwahrscheinlich. Halt so, ui. Halt so, oh mein Gott, gedodged. Ist da viel drin? Nee. Oh, ja, blöd. Also dann halt wirklich mit. Wirklich dann mit Würfelglück, dass du über Long Time einfach so krass Bilder dodgst und irgendwie über Freiparken und sowas aufbauen kannst. Das ja, Chat, ihr bekommt so eine Fanta. 0,5%. Ich will eine Fanta und eine das Pizza. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, es ist zu spät für eine Cola. Oh, Scheiße. Uff, Digga. 1-3, Digga. Kann man mich reviven irgendwie? Bro, das ist nicht Apex Legends, Carl. Yeah. Sorry, Mann. Von Res. Das wird schwierig, Digga. Kann mich reviven. Wäre geil. Wenn man so dann ein Haus zahlt oder so, dann bist du wieder da. Ja. Yeah. 25. So eine Opferung. So erbauen wir unser Vermächtnis. Wie musst du zahlen, Antonia? Kann ich sie nicht wegmachen wieder? Du musst durch alle durchgehen, die so nach und nach wegmachen. Ja, aber das wäre doch das nächste. Geht das nicht beim Hotel? Nee. Dann wahrscheinlich, weil keine Häuser frei sind. Oh. Sind drei. Oh, true. Ah, es sind nur drei frei, ja. Also dann müsstest du bei Pink erstmal ein Haus wegmachen, das du. Oder du musst vier Häuser wegmachen. Aber das geht auch nicht, weil du ein Hotel hast. Machen. Oh. Dann muss ich einfach hier eins bauen. Fällt ihr Stil? Dann kann ich hier abbauen. Oha. Und noch 1000 jetzt. Ja. Ja. Sie muss 1000 Pinner zahlen. Sorry. Hei. Sie haben getan, was getan werden musste. Ja, RIP. Boah, das ist eine ganz miese Sache. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Mhm. Jenny, ich will öfters Variety machen. Okay? Sind die anderen Variety? Also nicht alleine mit den Homies. Ich will weiter GTA spielen, macht Spaß. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Also am liebsten eigentlich jeden Tag, halt no joke, jeden Tag wäre das geil, so um 20 Uhr, aber weiß nicht, ist aber schwer alle zusammenzukriegen. Wartet. Oh. Hey, perfekt. Dankeschön. Du, kein Ding, Basti, es war echt sehr chillig von dir. Ja, ist eine beliebte Gegend. Oh, jetzt noch eine 2 würfeln. Und dann nochmal Wendräumchen, ja. Oh. Oh, Hypothek. Aha. Uff, Digga, zum Glück. So. Was, bis man wieder im Knast war? Naja, man bleibt im Knast. Man bleibt ja auf Sicherheitsabstand. So. Jetzt ist ja die Lage, dass es für mich jetzt nicht so gut aussieht insgesamt. Ja. Ist am liebsten jetzt, würde ich auch einfach in den Knast kommen, ehrlich gesagt. Ja, das wäre das Beste. Es ist mir aber anscheinend nicht gegönnt, sag ich mal so.
Nee, das ist ein Bahnhof. Ah, der gehört mir noch. Nee. Nein. Das ist, der einzige, der was gehört. Oh mein Gott. Ich hab ne Hypo drauf. Oh Gott. Spielen wir. Ja, so ein Einer-Pasch. Das sind zwei, oder? Hey, komm, lass es. Oh. Das wär's für mich gewesen. Basti gibt auch Reese einen Bahnhof auf Ehre. Hier nochmal, komm, was Gutes. Auf Ehre, sagst du? Ja, auf Ehre. Schade, ich muss ins Gefängnis. Och, Mann. Oh. Ach, doof. Das ist das Beste, was im Late Game passieren kann. Ja, ist ungünstig. Ungünstig. Gut gemacht. Oh, smart. Das letzte Geld wird eingesetzt hier. Ja, richtig. Kevin, Digga. Der Kevin ist gut, Mann. Mal wieder Schlossallee. Oh. Oh. Doch, diesmal die Parkstraße nur. Oh nein. Aber ist auch schön. Wollt's mal beides angucken? Bro. Kevin, gib alles, Reese. Fuck it, scheiß drauf. Ja, das ist true. Fuck it. Auch wenn's OP ist, aber fuck it. Ja, ja, fuck it. Hä, hey, was denn? Er hat eh keine Chance. Ja, ja, ja. Also ich verwalte dieses halt eine Minute, bis ich dann einfach dem anderen Bein gebe. Ja. Das ist so scummy. So. Geil. Ah. Rezwan, ich glaube an dich, Bruder. Du holst es. Du musst doch eins von Reese nehmen. Du musst ihm ein Euro. Was möchten Sie? Let's go. Das ist ein crazy Trade, machen wir. Joa, ne? Wo ist denn der Ende-Button? Ja. Da. Ah, danke, Karl. Kein Ding. Perfekt, da. Digga. Ah ja, dann weiß ich's mal wieder. Alright, ein Euro für Basti. Ah, da. Oh, und die zwei sind im Knast. Die zwei sind im Knast und leiden ihr Business trotzdem. Oh, weißt du, und ich mit meinen 130 Öcken hüpf draußen rum, Digga. Der kleine Sparer wieder. Der kleine Sparer. Der kleine Sparer, Digga. Ich weiß nicht, was sie daraus gemacht haben. Ja, das wäre wirklich Gerechtigkeit, wenn jetzt eine 12 kommt. Gerechtigkeit für was? Ja, dafür, dass ich hier abgezogen werde? Oh, okay, alright. Du tust mir so leid. Okay, oh, Basti, du Armer. Basti, du hast wirklich richtig kassiert, das Game. Ja, richtig krass. Einfach in den ersten 10 Minuten die beste Straße bekommen und dann gefarmt. Und dann Toni ausgenommen wie so ein, weiß ich nicht, so eine Forelle, Alter. Ja, so ein dann Huhn oder irgendwie sowas. Okay, ich sag nichts mehr. Es ist einfach 1v4. Oh, ein Pasch. Vielleicht jetzt eine 2? Ja. Ist das bei Antonia? Nee. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Oh! Ah, das ist weiter. Zweiter, siehst du? Ja. Ja. Ja, ich war erster schon. Ja. Jeder aber irgendwie, ich hab kein Geld bekommen, weiß ich nicht. Komm, komm. Rüber über den Drecks. Scheiß da hinten. Oh. Das ist ein eigenes Feld, oder? Halt drüber gefahren. Boah. Oh, smart. Ja, ganz ehrlich, das ist halt wirklich ein Tod auf Raten, hier, was ich mache. Jetzt nimm mal langsam. Das ist eine schöne Straße, wo du gerade bist, Reese. Fahr da mal langsam. Kannst du ein Haus kaufen irgendwo? Ist hier 30er-Zone? Oh. Oh. Eieiei. Ein paar Stunden, du bist im Knast. Ist auf Pink. Das war's. Ja, nicht ganz. 500 möchtest du haben. Bitter, Digga. Also, das Ding ist halt das. Ja. Ich kann das jetzt mit einer Hypothek noch hinkriegen. Aber ich kann das auch einfach bankrott machen, Freunde. Weil das macht ja keinen Sinn mehr hier jetzt. Ja, es ist GG. Es ist ein GG für mich, bei den anderen beiden natürlich nicht. Wo ist die Endetaste nochmal? Lieber Pfeile. Daneben, genau. GG. GG. Oh, guck mal, Antonia ist stacked. Antonia ist komplett stacked. Meinem Start nicht letzter geworden, war auch wild. Antonia, let's go, come on. Oh, Antonia, Digga.
Stacked. Du hast einen Big Juicer von Basti und dann Bomb. Boah, das ist ja auch Pain, dass die Bibliotheken hier behalten muss. Kostet auch immer Geld. Tja. Ja, Orange wartet. Ja, leider bin ich hier noch im Knast, Basti. Ich habe da ein bisschen Probleme gehabt und dann muss ich jetzt hier noch ein bisschen bleiben. Wie es gehört. Oh. Ui. Ja, tja. Ärgerlich. So, die Würfelwahrscheinlichkeit ist ja für eine 8 und 9 am höchsten. Ja. Pflänzchen wächst einst ein Baum. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Oh nein. Ja. Ja, also. Leider. Oh, ich muss raus? Du musst ich glaube ja. Du musst raus, ja. Ja, GG. Ja, GG. Lecker, saftig. Ja. Kannst du Häuser verkaufen. Aber Toni, hey, ist das ein nices Hotelzimmer? True, genauso klingt Basti, ja. So toxic von Basti, so schlimm. Es sind 4 Häuser, kein Hotel. Achso, sorry, Digga. Aber für den Preis ist es wild, Digga. Naja, kriegst halt, ja, kannst alle. Eine Nacht in 4 Häusern ist krass. Mhm. Kannst du dir so 4-mal Wecker stellen, 3-mal Wecker stellen und dann immer so umziehen. Genau, Ries, so smart. Nice, Digga. Sorry, Karl, dass ich weggemacht hab. Sorry. Lass mal auch im Urlaub einfach 4 Airbnbs buchen. Und einfach alle 4 Stunden in ein anderes gehen. Ja. Nee, jeden Tag. Einfach jeden Tag ein Airbnb. Boah, das wäre hart. Da kann er steak. Okay, Antonias einzige Geldeinnahme ist jetzt die hellblau, ne? Ja. Okay, Basti, du weißt, was zu tun ist? Spielen wir. Ja, nichts mehr sagen. Nee, drauf gehen. Auf die. Direkt halten. Ich meine, basically ist das Ding over, oder? Ja, das Ding ist absolut over. Ja. Aber weiß vielleicht verliert noch Basti, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, wenn ich renovieren müsste, wird's nochmal teuer. Oh, Karma für euch, easy win, Basti, so true. Ja, aber was ist das, Basti? Das ist doch irgendwie nur so 50 pro Haus oder so. Ist das dann... Ja, aber ich hab... So 16, 20, ja, ist halt 1000. Ja, das ist... Okay. Ja, okay, doch, ja, maybe. Also ich würde mal... Kann noch was werden. Gucken. Ja. Du kannst jetzt die Straße auf die Basti, vielleicht kommt noch, oder ist das zu teuer? Fuck. Doch, nein. Ah. Ja, fuck. Ich dachte, da geht's nochmal ins Wii U. Gut, wir machen jetzt dann noch einen Try. Ja, wo ist denn Basti? Ja, ich komme jetzt auf keins erstmal. Na, er könnte eine 2 würfeln. Rückwärts meinst du? Das ist unwahrscheinlich. Ich bin was rückwärts? Vorbei. Ja, ich bin an den Feldern vorbei. Nein, auf die pinken. Ach so. Okay, aber was würfelt Basti? Als am ehesten. Ich sag eine 4. Ja, so, das ist jetzt die letzte Chance. Mhm. Smart. Oh! Da ist sogar was. Ja? Oh, 60! Okay, Basti. Basti zittert. Basti zittert, ja. Basti hat Angst. So, jetzt eine 6 oder eine 8. Das wäre auch ganz nett. Tragische Straße hier. Ist entspannt. Riech ein Kärtchen. Ich hoffe, Sie haben Glück. Hm? Okay. Sie sind zu Hause. Ja, schön. Okay. Doch gut. Sie sind zu Hause. Oh, du bist direkt vor Bastis Kram, glaube ich. Ja. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Boah. Ja. Oh. Das ist nur 2 Felder weiter. Chillig. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Oh, smart. Smart gewürfelt, Toni. Ja. Nice. Das
oder Move? Ich hätte mir mal lange überlegt, wie ich es mache, aber. Smart gewürfelt. Mhm. Okay. Mhm. Interessant. Da mhm. Auch smart. Nee, gewürfelt. Keine Häuser. Boah, Basti, alter Crit. Boah, ja. Habst du gecrittet? Kompletter Crit, Digga. Hasch. Ja, gerne. Nee, da ist eine Hypo. Basti, das liegt safe an deinem Sternzeichen. Viel Glück. Dass meinst du so gut spielst. Mhm. Was ist dein Sternzeichen? Du weißt es. Nein, ich kenne mich Sternzeichen nicht aus. Ich weiß, du hast am 5. August Geburtstag. Stern. Und ich weiß, dass du meinen Geburtstag dir nicht merken kannst und bis die letzten 3 Jahre immer um einen Tag verfehlst. Oh, let's go. Der 23. Los, würfeln. Der 24. was? Immer noch. Oh. Das ist immer noch der 24. Basti. Okay, sonst habe ich aber 26. gesagt. Nein, du hast sonst immer den 25. gesagt. Nee, 25 habe ich noch nie gesagt. 26, doch. 24 oder 23, irgendwas von denen immer. Nein, 24 hast du noch nie gesagt, weil das wäre richtig. Okay, ja, Antonia? Ja? Game over? Nee. Oder? Einmal durch. Oh, insane. Alter. Insane. Wie? Mal gucken, vielleicht aber ich will nochmal nicht zu lange in die Länge ziehen jetzt. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Unentschieden, oder Basti? Ja, ach so, ja, ja, klar. Ja, aber ich dafür. Basti, ehrenlos, wenn du dich jetzt darauf nicht einlässt. Aber also wirklich. Wir wollen jetzt auch den anderen nicht den Abend versauen, indem wir hier noch so lange weiterspielen. Danke für die 100, Basti, das ist natürlich sehr nett. Ich würde sagen, es ist ein solides Unentschieden. Ja, ich klar. Ich würde sagen, Reesmann hat gewonnen. Ja, ich würde auch sagen, Reese hat gewonnen. Gewinner der Herzen. Also für mich. Reese, was würdest du sagen, ist 3 gegen 2. Du kannst entscheiden. Ja. Wir können also voten, wer gewinnt. Ich bin für Reese. Ist das toxisch, Alter? Ja. So, das ist einfach wer gewinnt. Wenn man gehen würde und halt, man nicht weiß, wer gewinnt, weißt du? Apropos voten. Viel Glück. Was ist mal mit einer Runde Among Us? No, oh, nee. Mega Bock. Und danach ein bisschen Gartic Phone, oder? Und dann wieder Among Us. Also ich wäre für Mage Quit, das ist sick, oder Golfen. Ich bin der Warlock. Ich find's cool zwischen Just Chatting Among Us und Gartic Phone zu switchen. Same. Ja. Ich meine, das haben wir alle mal gemacht. Ja, ja. Vor einem Jahr. Ja. Ja. Danach Fall Guys, ja, true. Fall Guys war aber wirklich sick. Ach nö. Ein Patch. Sie sollten bauen. Ja, ich will eigentlich nicht ein zweimal würfeln. Ja, Basti, machen wir unentschieden? Deal? Ich glaube, das wäre jetzt ungünstig zu sagen. Ja, unentschieden, Basti? Unentschieden? Auf Ehre? Ja, ich glaube, 800 kriegst du immer noch zusammen, glaube ich. Könnte jetzt auch zusammenkommen, aber komm, nee, das ist, ja, es ist GG. GG, Basti, gut gespielt. Ja, ja. Sorry fürs Play, aber ich fand's witzig. GG. Ja, danke, war eine tolle Runde auf jeden Fall. Ich hätte Spaß. Die letzte Runde mit euch, dann, dass ich nie wieder mitspielen darf. Ich hatte meinen Spaß. Ey, wie ich noch Dritter geworden bin, ich begreife es nicht so richtig. Ich hatte legit eine Karte die ganze Zeit. Trash-Start gehabt. Ja, ja. Harte Zeiten. Ja, wenn Kevin nicht direkt auf das Blaue draufgekommen wäre mit Hotel, wäre das, glaube ich, anders ausgegangen, die Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Das war echt ein Lack der Meinung. Ja, das hat meinen Arsch gefickt, Digga. Karl und Kevin hatten echt einen guten Start mit Orange und Pink. Das hätte sich schon echt gefährlich noch entwickeln können. Ohne Idee. Ja, da kommt der Trade. Ja, ich bin happy, Platz 2. Aber das muss ich kurz. Ja, aber es wurde zwar. Also, wäre Toni nicht auf meine Parkstraße gekommen, hätte sie es wirklich noch holen können. Also es wurde wirklich knapp, weil sie halt okay, dann noch Pink hatte. Schon, sie hatte schon Pink und Hellblau. Also sie hat es schon gut gewirtschaftet eigentlich. Tatsächlich krass eigentlich, du hattest Hellblau und Braun einfach nur, oder? Das war echt gar nicht so schlecht. Ja, es war halt ein Viertel vom Spielfeld. Es war halt eine komplette Straße. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo draufkommt, war halt relativ hoch. Ja, it's true. Ich meine, auch wenn es nicht so eine starke Straße ist, die braune und so, aber war trotzdem eigentlich nice. Wir haben es ganz gut hinbekommen. Mhm. Lass mal diese anderen Trash-Games und so, lass mal öfter wieder zusammen was machen. Safe, ja. Ja, bitte. Bitte. Mädels. Also ich wäre dafür, wenn man das theoretisch jeden Tag macht, 20 Uhr Spieleabend mit halt irgendwie
Okay, das ist random Leute. Hä, das war voll geil. Ey, lass mal einfach alles zusammen machen. Lass nein, aber einfach so, Trash-Games wieder spielen wie früher. Wir fünf Stunden Minecraft alle zusammen. Passive Challenges. Nein! Jeder kann machen, was er will, und dann trifft man sich so um 22 Uhr oder so und zockt irgendwas Dummes. Alle zusammen GTA Roleplay? Nein, irgendwas! League of Legends! League of Legends! Fünfer, wir sind genau fünf Leute! Ja! Nein, jetzt ohne League, oder? Alle zusammen? Oh, ihr seid so cringe. Hey, ich bin Top Garen. Chill mal. Achso, ey, sorry, mein Bad. Jungle. Alright. Hey, ist aber doch übelst chillig, halt einfach irgendwelche Trash-Games zusammenspielen um 20 Uhr und chillen. Nee, also nee. Ja, noch, aber sorry, ich war doch bei League of Legends. Doch, sehr gerne. Ja. Ey, ich schreib euch oder wir, Karl, wir schreiben welches Game und dann schreiben wir die anderen kurz irgendwie die Tage an. Okay. Alright, oh, aber die Eva auch nochmal. Okay, bis dann. Kuss los. Alright. Tschüssi. Ciao, Basti. Ja, ja. Sorry, es war nur ein kleines Späßchen, ha? Kennst du mich, ja, bin frech. Naja, ich weiß Karl, ich kenn dich. Okay, bye bye. Ciao, ey. Ciao, ciao. Tschüss. Alright, Chat. Chat, aber ihr habt's gehört. Der Grund, warum wir nicht so oft Spieleabend machen, ist, weil es extrem schwer ist, die Leute zusammenzukriegen. Es liegt nicht an mir. Ich würde legit das jeden Tag gerne machen um 20 Uhr. Aber, ist einfach schwer. Ist einfach schwer, Chat. Wir haben, es gibt einfach nicht, ich weiß nicht. Irgendwie jeder ist immer mit irgendwas beschäftigt, ne? Man fragt dann irgendwie Trimax und dann, spielt ja gerade, keine Ahnung, Ark oder so. Ne? Es ist einfach schwer, die Leute für so Trash-Games zusammenzukriegen. Das wird Spaß machen. Jeder macht so sein eigenes Ding und dann machen wir so einen Spieleabend, so irgendwie um 22 Uhr oder so. Ah. Oh. Hat Spaß gemacht. Tja, das hat Spaß gemacht. Ich hatte einen super geilen Tag in GTA und das hat auch echt Spaß gemacht, mit denen jetzt noch was zu machen. Das ist sehr erfrischend, auch mal was anderes zu machen. Ja. Gerne öfters, legit Chat, gerne öfters. Gerne öfters. Und ich würde auch, ich spiele auch wieder Singleplayer-Games, wenn ich, wenn es was gibt, was mich interessieren würde, aber es ist halt, Chat, ich habe halt gerade wirklich nur die Wahl aus Just Chatting und Videos gucken. Oder Valorant oder so, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, es gibt halt nicht gerade irgendwie was jetzt mich so interessiert an Singleplayer. Und ich mache halt immer gern was mit anderen zusammen. Deswegen mag ich auch GTA-RP so gerne, weil ich da durchgehend was mit anderen mache und es ist einfach extrem entspannend. Und macht mich sehr happy. Alright? Alright, Chat? Lidl Games spiele ich überhaupt nicht gerne. Alright, Chat, aber ich muss kicken. Meine Pizza kommt und ich schaue mir jetzt noch GTA-RP-Streams an. Englische. Hihi.